Also hier natürlich in Gera zu sein, ist etwas ganz Besonderes für mich, weil ich habe nochmal nachgedacht, dass meine allererste Choreografie, die ich mir getraut habe von mir zu zeigen, damals ein Männerduett, hier in Gera stattfand. Das ist schon viele Jahre her, das ist vor dem Mauerfall, der Sommer vor dem Mauerfall gewesen. Deshalb, und seitdem war ich nie wieder hier, deshalb ist das schon etwas Besonderes. Ich habe mich gefreut, die Einladung gern angenommen. Etwas, eine Live-Musik natürlich mit dem Orchester. Ich sollte etwas suchen, was schön passt zu Sacre von Edward Klug. Und dann habe ich erstmal alle Komponisten durchgesucht, die also eine freundschaftliche Beziehung, eine gute Beziehung zu Stravinsky hatte. Und Ravel ist einer davon, wo ich sehr viel Briefkontakt gefunden habe zwischen beiden. Und La Valse ist ein Stück, was ich auch schon an der Semperoper als Musik erlebt habe, habe damals aber noch nicht das getanzt, war ich noch Student in Dresden. Aber ich erinnere mich, dass sie eine sehr große, leidenschaftliche Musik ist mit einer hohen Binnenlandschaft. Das interessiert mich immer sehr, wenn eine Musik schon in sich selbst so viele Wechsel hat, dass sie regelrecht zu einer hohen Dichte, zu einer Vielfalt einem zwingt. Auf der einen Seite zwingen, auf der anderen Seite ist das für mich immer faszinierende Verlockung und hilft mir sehr, praktisch diesen starken Wechseln in der Musik zu folgen. Und das ist natürlich immer eine Hilfe, kreativ zu sein, verschiedene Bilder, verschiedene Situationen zu schaffen. Das habe ich ergänzt noch mit Pavan von Ravel und dann kam noch eine Idee vom GMD Valse Triste von Sibelius zu kombinieren, was ich gerne angenommen habe. Zumal dann der Valse Triste Komposition schon eine schöne Ruhe, einen schönen Einstieg in, bis hin zu dem kraftvollen La Valse hinführt. Dazwischen Pavan ist eine schöne Tallandschaft, ist dann eher eine sehr sinnliche Musik, scheint dann fast in die Winterlandschaft, die ich mir ausgedacht habe, ein gewisser Frühling einzukehren. Und Winter, warum Winter? Das gab natürlich auch einen kleinen Impuls. Wir wissen ja, dass Sacre von Edward Klug mit Wasser arbeitet. Und da dachte ich, weil es trist, die tristeste Landschaft, die wir so kennen, ist natürlich die Winterlandschaft. Und dann dachte ich, ja, mach doch was mit einer Winteratmosphäre erstmal als Grundidee. Dann kann in der Pause der sozusagen Schnee schmelzen und dann ist das Wasser bereitet für Edward Klugs Sacre. Das war dann praktisch vielleicht noch ein kleiner dramaturgischer Bogen. Ja, und deshalb gibt es bei mir im Hintergrund so eine Art Winterlandschaft oder ein sehr karge, angedeutete natürlich Winterlandschaft, ein Wald, der als Symbol auch für den Tod steht. So ein Winterwald hat ja immer zwei Seiten von Ausdruck. Zum einen, viele sagen, es ist beruhigend, natürlich das Weiß, die Ruhe. Aber auch natürlich, wenn wir es emotional betrachten, ist es natürlich die Kälte, der Stillstand des Lebens, das Festhalten. Aber für uns als Mensch natürlich der Winter, auch natürlich der Stillstand, auch zu reflektieren, wie war das letzte Jahr, aber auch vorauszuschauen, was wird kommen. Und deshalb dachte ich mir auch, hat es etwas vielleicht mit etwas Verlieren, etwas Verlorenen zu haben, darüber nachzudenken, auf die Suche zu gehen und das Finden als große, weil das natürlich etwas gleichzeitig etwas in der Bewegung ist, sofort Assoziation. Verlieren, suchen, finden, haben wir sofort natürlich körperliche Aktionen im Hintergrund, im Sinn. Und das war eine kleine Brücke, zu sagen, dass ich eine Person, eine Frau in den Mittelpunkt stelle, die diese Reise auch aus der Gegenwart in die Vergangenheit geht, ihre eigene Jugend nochmal miterlebt, ihre vielleicht erste Liebe und dann zurückkatapultiert wird in das Heutige, in das Jetzt,
ähnlich wie in ein Labyrinth. Und in diesem Labyrinth, um jetzt das Verlieren zu haben, verliert sie einen Liebsten. Das könnte der Ehemann sein, es könnte aber auch ein Bruder sein oder eine Person, die ihm sehr nahe steht. Und das verursacht ja immer bei in uns natürlich den Verlust. Bei manchen auch geht es in Resignation. Manche könnte auch Kraft hervorrufen, zu sagen, jetzt erst recht weiter. Aber es sind sehr viele Assoziationen, die mit dem Verlust einer Person, die ihm sehr nahe steht, einhergehen. Für mich ist es so, dass diese Figur, diese Frau, zunächst natürlich niedergeschlagen ist, aber in diesem Labyrinth Kraft findet und auch auf der Suche nach einem neuen Sinn, das ist auch oft die Frage dann, das war mein ganzer Sinn, mein Sohn, mein Bruder, mein Mann, was auch immer, das war der Sinn des Lebens. Daraus habe ich die Kraft geschöpft, um überhaupt durch das Labyrinth des Lebens zu kommen. Und da kommen wir gleichzeitig zu einer sehr schönen eine Balance, die sich mir zwischen der kraftvollen und leidenschaftlichen Musik und dieser Situation, in der die Frau sich befindet. Die Musik lässt sozusagen sie gar nicht in Ruhe. Also es gibt keinen Fallen in die Resignation, sondern die Musik fordert immer wieder mit seinem Auf und Ab eher, einen neuen Sinn zu suchen, Kraft zu schöpfen, neue Ziele sich selber zu setzen. Somit ist dann der Walzer, La Valse, ein Symbol, ein Gegenstück zu dem kalten Wald, der eventuell den Tod symbolisiert, der Kreislauf des Lebens. Walzer, erinnern wir uns ja sofort, ist ein Tanz, der natürlich immer wieder im Kreis stattfindet. Und Runde und Kreise sind die höchste Harmonie an geometrischen Körpern. Und es ist auch immer ein Symbol für immer weiter. Und das war für mich dann das Pendant zu dem kalten Wald, der da immer im Hintergrund so steht. Der ist ja immer so unschuldig, ne? So ein Wald macht ja nichts. So ein Winterwald, der scheint immer nur zu schlafen, aber seine Ausstrahlung ist manchmal schon sehr, sehr beängstigend. Besonders wenn es Nacht wird oder so. Also er hat so einen unheimlichen Sog auch mit seiner Kälte. Und sie ist auch so ohne Emotionen. Sie ist natürlich sehr kalt und rar. Und in dem Moment ist die Musik, die am Gegenüber auf dem anderen Ende der Bühne im Orchestergraben und der Tanz dazwischen, ist die tolle Balance zwischen, welchen Weg gehe ich? Gebe ich auf oder gehe ich eher, versuche ich nochmal einen neuen Frühling zu finden, eine Kraft zu schöpfen? Und die Musik gibt dort sehr viel Impuls, gab mir zu choreografieren sehr viel Impulse und die Kompanie ist 100%, habe ich das Gefühl. Und das hilft dem Projekt und hilft mir und ich bin sehr glücklich. Wir haben jetzt die letzten Schritte so gestellt. Wir können jetzt herangehen, um jeder Bewegung einen konkreten Impuls zu verankern, dass sie wirklich wissen, warum sie jede Sequenz überhaupt tun, neben der Qualität, die sowieso immer gewollt wird und gesucht wird, so sind wir jetzt auf der Suche, auch jedem Detail einen Sinn zu geben, weil das ist für den Zuschauer die beste Dynamik, die rüberkommen kann, wenn ich wirklich jede Sekunde überzeugt bin, dass der Tänzer genau weiß, was er will, was er denkt, was er fühlt und warum er hier das tut. Und da ist es meine Aufgabe, jetzt nochmal da genau auf den Zahn zu fühlen. Und man kann sich, glaube ich, freuen auf ein sehr energisches Stück, das dem Sacre schon gerecht werden kann dann.